Also wischen wir jetzt diesen Kaffee auf? Das würden wir normalerweise tun. Lass uns sehen, was der Welt passiert, wenn wir es nicht tun. Jetzt befinden wir uns in einem völlig neuen Becken der Unwahrscheinlichkeit. Mein Zukunftsblick ist hier völlig nutzlos. Ich bin verängstigt, aber fasziniert. Das gefällt mir. Lass uns noch faszinierter werden. Ich kündige. Komm, Steven. Also, was jetzt? Anstatt Essen zu verkaufen, lass es uns bestellen. Ja, und was? Wie wär's mit Pizza? Ja, jetzt sprichst du meine Sprache. Ich bestelle jetzt... Fischtopfpizza? Ich möchte eine Pizza bestellen. 10 Pizzen. Nein, 20 Pizzen. Belege? Überrasch mich. Jetzt verstehst du es. Liefert es am besten zum Tempel. Nein, das ist genau das, was sie erwarten. Sei ungewöhnlicher. Liefert sie zum Ozean. Nein, 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 nach Kansas. Nein, auf den Mond. Ich glaube nicht, dass das in unserem Liefergebiet liegt. Vergiss nicht. Unwahrscheinlich, nicht unmöglich. Wo würden sie nie annehmen, dass sie da mal eine Pizza hinliefern? Oh, liefert sie an. Fischtopfpizza. Also, wollt ihr sie hier abholen? Jetzt denke nach, Steven. Was machst du normalerweise, wenn du eine Pizza erhältst? Sie essen? In dieser Zeitleiste machen wir das Gegenteil. Hey, du! Hier eine Pizza! Cool, danke! Wir haben noch eine Pizza auszuliefern. Hey, Videlia wohnt hier in der Straße. Bringen wir ihr die letzte. Das wäre nett. Sie muss bestürzt sein, dass ihr Sohn von den Heimatwelt-Gems mitgenommen wurde. Meinst du Zwiebel? Er ist nicht im Weltall, er ist gleich da drüben. Entschuldige, ich habe wohl an eine andere Zeitleiste gedacht. Okay. Also, Videlia isst bestimmt trotzdem gerne Pizza, auch wenn ihr Sohn noch auf der Erde ist. Lass uns vorbeigehen. Mutter Zwiebel, mach auf! In der Garage! Freu dich auf eine Pizza! Wir haben Chiliflocken und keine Angst, sie zu benutzen! Ah! Sag mal, geht's noch? Steven? Was soll denn dieser Überfall? Soll ich einen Herzinfarkt kriegen? Oh, entschuldige. Wir wollten dir nur eine Pizza auf die unwahrscheinlichste Weise vorbeibringen. Möchtest du ein Stück? Wieso nicht? Eine kleine Pause wäre ganz gut. Ich wollte eigentlich an einem Stillleben von diesem Hocker arbeiten, aber ich bin einfach nicht inspiriert. Male mich wie eine deiner Amethysts. Mal mich auch. Ihr wollt also meine Musen sein? Wenn das kein Problem ist, ich verspreche auch inspirierend zu sein. Ja, ihr seid das, was ich brauchte. Nehmt eine Pose ein. Sie ist eingenommen. Okay, nicht bewegen. Ich will eure Essenz einfangen. Du, Garnet, wie lange siehst du mich stillhalten? Wer weiß. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sind, ist so klein, ich kann nicht mal... Garnet? Steven, sieh! Babykätzchen? Ist es möglich, dass wir dem Kätzchen hinterhergehen? Es liegt an dir, Steven. Ja? Frag mich nicht, sag es mir. Ja! Entschuldige, Videlia, vielleicht nächstes Mal. Wartet, eure Essenz. Das ist ein schnelles Kätzchen. Ob wir es fangen können? Wenn wir es nicht aus den Augen verlieren. Sind ja noch mehr. Oh, und sie haben nichts zu fressen. Oh, sie haben keinen, der sich um sie kümmert. Garnet, wir müssen ihnen helfen. Seht euch an, ihr seid noch Babys. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir sie nicht gefunden hätten. Jetzt wird alles gut. Wir kümmern uns um euch.